Ja, ist anstrengend, macht überhaupt keinen Sinn. Sinn von Beruf ist, Leuten eine Freude zu machen. Also ich finde, da sollte es eigentlich im Leben immer drum gehen. Und ich glaube, das ist das, was wir machen. Also wir hatten jetzt Melodica-Festival hier beim Kulturhafen. Und wir haben halt einfach 60 Sonnenblumen vorher gekauft und haben 60 Sonnenblumen verschenkt. Allein das reicht schon, Menschen eine riesengroße Freude zu machen. Das Geile dabei ist eigentlich, dass es außerhalb des Kernteams immer eine bunte Mischung ist an Leuten, die mitmachen, die sich engagieren. Man sucht sich über den Beruf ja auch die Leute aus, mit denen man sich umgibt. Und du hast halt einfach eine Kulturbranche, du hast halt einfach einen Haufen, ich sag mal, Leute, die auf positive Art und Weise durchgeknallt sind, Projekte haben, Visionen haben, Ideen haben, und das ist einfach geil. Also du bist permanent, musst du offen denken und in die Zukunft denken, und das macht halt einen Riesenspaß. Das war für uns von Anfang an eigentlich das Wichtigste, dass wir sagen, jeder soll Kultur erleben können, egal wie viel er im Geldbeutel hat. Und aber auch die Wertschätzung, dann auch von sich aus sich überlegen, okay, wie viel ist mir das wert? Habe ich jetzt im Monat nur so und so viel Kohle, dann ist es für uns auch okay, wenn du nur 2 Euro für die Veranstaltung gibst. Ist mir bewusst, dass ich eigentlich nicht schlecht verdiene, dann ist es auch nur fair, da mal ein 20 reinzuhauen oder so. Und das Coole ist, dass das, also gerade Stichwort Melodica, dass es da zu 100% aufgeht. Spenden oder kostenlos, das klingt immer so ein bisschen nach Kindergartenkalkulation, als hätte man halt gesagt, ach, Eintritt muss keiner kosten und vielleicht gibt mal jemand 2 Euro. Wir kalkulieren wie jeder andere auch mit Eintritten, nur dass wir die halt anders aufteilen zwischen unserem Publikum. Die witzigste Situation war, ich glaube, das war vor 3 Jahren beim Melodica, war eine alte Omi, bestimmt so an die Ende 80, Anfang 90, die saß einen kompletten Mittag da, war total happy, ist in Trier geboren und hat gesagt, sie war noch nie im Frankenturm und hat das komplett genossen, und da sind halt auch die Tränen gelaufen, dass sie das so erfahren konnte zwischen all die jungen Leute und so, und dass ich da bleiben durfte und so, das war ja ganz klasse. Und das ist halt einfach super, wenn man sowas dann erlebt, dann merkt man, okay, genau das ist es. Wir haben bisher immer mit dem Begriff Alternativkultur gespielt, haben den jetzt aber komplett aus dem Programm geschmissen, weil Alternativkultur klingt immer so, als gäbe es eine etablierte Kultur, und daneben sind dann noch so ein paar kleine, die machen halt was Alternatives, und das sind die, die so ein bisschen, weißt du, so kippendrauchend an der billigen Anlage stehen und irgendwie an irgendwelchen Knöpfen drehen, und von dem Ding wollen wir jetzt halt weg. Also wir sagen vielmehr, wir sind halt Kultur und wir sind zukünftige Kultur und nicht irgendwie eine Alternative zu dem, was ist. Und wir wollen uns aber auch gar nicht bewusst abgrenzen von irgendjemandem. Ja. Also nicht von der etablierten Kultur, aber auch nicht von den ganzen anderen Jungs und Mädels, die in Trier auch was wuppen.